My father used to sing in bars and clubs when I was little. I'm still little, but I was younger. So it's kind of about that and kind of when he died and things like that. So within that 3 minutes, I'm telling that story. The piece is more or less about the dancers themselves. Das ist die fünfte Ausgabe von Integra. Integra setzt sich für die Gleichstellung von Tänzerinnen und Tänzern mit einer Behinderung ein. Integra bringt Thai-Tanzproduktionen unter Mitwirkung von Künstlern mit und ohne Behinderung auf Tournee. Es war eine Chance, dass wir mit Integra arbeiten können, weil wir können jetzt verschiedene Festivals zusammenarbeiten und eben auch größere Companies einladen, was sonst vom Aufwand her und auch finanziell schwieriger wäre. Und für die Companies ist es interessant, weil sie dann auch touren können. Also die haben jetzt eine Tournee, die von Basel nach Lugano, Genf und Bern führt. Und das ist natürlich attraktiv auch für die Gruppen. The scope for movement is so much bigger and it needs to be pushed. More people need to see this work and I feel like I'm passionate about this now and this is, you know, how I see myself continuing. It's a group experience. I'm just thinking about myself moving. I'm thinking about everyone else. We really support each other. That's how we work as a company and that's how we perform. Wir arbeiten seit 1998 als Verein Beweggrund mit Menschen mit und ohne Behinderung im Tanz. Und das Interesse war, den Tanz breiter, zugänglicher, vielfältiger zu machen, eben auch mit Körpern, die nicht perfekt sind, die vielleicht nicht der Norm entsprechen. Das ist die Idee hinter dieser ganzen Geschichte. Vielleicht das ganz Besondere ist, dass wir festgestellt haben, dass auch das Publikum sich stark erweitert hat in den letzten Ausgaben. Heutzutage sind Menschen, die einfach sehr interessiert sind an kulturellen Anlässen, an Tanz- und Theaterproduktionen, die Vorstellungen besuchen. Früher waren es vielleicht eher Menschen, die einen direkten Bezug zu Menschen mit Behinderungen hatten. Heute kann man sagen, unser Publikum ist sehr gut informiert, kulturell interessiert, sehr affin. When I began dancing, which would have been 93, it was a very new thing. So it took a long time for dance audiences to accept the idea first. And once they got past the idea of disabled people being dancers, then it was about the quality of the work. And the quality has improved drastically over 20 years, and it's still improving. You know, we're always learning new things, and when new dancers come in with different bodies or different ideas, it's just an ongoing process. Thank you.
geht um unsere Überzeugung eigentlich, dass die Kunst und das kreative Potenzial erweitert wird, wenn Künstler mit und ohne Behinderung mitwirken. Und dasselbe gilt im Leben. Auch das Leben ist reicher, wenn Menschen mit und ohne Behinderung zusammen ihren Alltag gestalten können. Es ist ein Stück, das sehr viel Lebensfreude rüberbringt, aber gleichzeitig auch zum Nachdenken anregt. Ich hatte das Gefühl, dass einfach eine Menschlichkeit und eine Lebendigkeit rüberkam, die mich tief berührt hat. Es sind tolle Performer, wir haben tolle Einfälle gesehen. Ich habe mich wirklich sehr gut amüsiert. Ich fand das fantastisch.